Guten Tag an alle da draußen. Heute mal ohne Facecam. Heute mal ohne Facecam, da die in OBS streikt. Und ich begrüße euch herzlichst zu dem Stream. Joa, was soll man sagen? Viel erreicht, sehr viel erreicht mittlerweile, muss ich echt sagen. Und das wollte ich natürlich mit euch teilen irgendwo. Klar, Geburtstag ist natürlich eine mega geile Sache, klar. Und 30 wird man natürlich auch nicht jedes Mal, das ist ganz klar, logisch. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich weiterarbeiten, ist nun mal so. Und die Qualität, ja, ich hoffe die Qualität, kleinen Moment. Real oder sarkastisch? ich hoffe mal wirklich, dass die gut ist, die Mikrofonqualität. Und ich sehe gerade der Stream selber, das ist nicht so gut. Real, aber passt schon. Also dann scheint es ja gut zu sein. So, jetzt gucken wir mal, weil jetzt momentan sieht das hier bei mir echt aus wie Kraut und Rüben. Ich muss mal gucken. Seht ihr dieses Bild auch so doof? Oder seht ihr das komplett ohne irgendwie... Gucken wir mal. Dagi die Hure, auch nicht schlecht. Großeier, ja, definitiv, definitiv. Ich gucke erstmal jetzt, wer jetzt logischerweise alles reinkommt hier. Und dann schauen wir mal. So, jetzt gucken wir mal. Bild bei euch auch doof. Doch, mit dem Rand, ja. Mit dem Rand ist es nicht weiter wild. Aber das stört mich null. Gute Quali, okay, dann ist es bei mir nur so, warum auch immer, egal, dass ich das halt sehe. Okay, super. Also, angefangen tun wir natürlich auf jeden Fall erstmal hier so im Global. So, wir sind, also ich hoffe mal, ihr könnt alle halbwegs mitspringen. hoffe ich einfach mal, weil wir da natürlich ein Clan Hopping bzw. halt Clan Sprengungen machen werden. Wer ist neu hier? BZW braucht Hilfe beim Clan erstellen. BZW voll machen. So, wie gesagt, das Video bzw. nee, der Stream wird in mehrere Videos geteilt, höchstwahrscheinlich 3 Stück. Ich werde ungefähr eine Stunde streamen, weil ich danach halt wirklich noch mehr machen muss. Von daher um und bei eine Stunde, aber wie gesagt, ihr seht das dann später ganz normal auf YouTube. Das ist in Ordnung. So, bist herzlich willkommen. Nee, das ist schön, dass ich herzlich willkommen bin. Aber ich will natürlich euch helfen. Gucken wir mal. Aber machen wir erstmal einen Angriff. Egal. Weil wir haben nämlich schon 3 Mille. Und das finde ich schon ziemlich geil. Also sprich, 3 Mille sind da. Ich habe jetzt probiert, mit den Valkyren bei einem Angriff schon anzugreifen. Und ich dachte, Alter, was geht denn hier, Alter? Echt? Also richtig, richtig gut. Klar, wie gesagt, ich habe die ja sonst nie verwendet, weil ich halt immer schön mein Dunkles gesaved habe. Aber denke ich mal, sollte in Ordnung sein. Ich bitte nochmal zu entschuldigen, dass ihr keine Musik im Hintergrund habt, weil wenn ich es halt, wie gesagt, hochlade und jetzt, ich sage jetzt mal, irgendeine Playlist am Start habe und dann wirklich gerade das eine Video bzw. der eine Titel halt dann doch irgendwie copyright-mäßig irgendwelche Probleme machen sollte, habe ich da ganz einfach 0,000 Bock drauf. Ganz klar. Wegen so einer Sache dann halt irgendwie einen Strike zu kassieren. Deswegen denkt euch einfach Musik oder macht euch im Player irgendeine Musik an. Vollkommen in Ordnung. Genießt die nächste Stunde von hoffentlich geilen Sachen, die irgendwie passieren werden. Und dann sollte das passen.
Wie gesagt, die Walküren, die werde ich natürlich jetzt nicht zerschreddern, das ist ja wohl mal ganz klar. Ich wollte hier einfach nur kurz ein bisschen Loot holen. Warum denn nicht kommt? Wir haben hier ein bisschen gebartscht. Läuft. Jetzt sehe ich auch was. Sehr geil. Quali ist super gut. Und sehr gut, das hört man gerne. Weil ich sehe wirklich, ich sehe eine abgefuckte, mega Scheißqualität. Ganz ehrlich. So, wieso hast wieder verlassen? So, Gusua, darf ich kommen? Nein, es geht nicht um kommen, sondern es geht um gehen, weil ich gehe jetzt in einen Clan rein, ja? Kriegen wir hin? Ich verlasse erstmal. Nebenbei natürlich. Gucken wir, was war dann sonst noch? Ja, wir wollen ja noch was Schönes zum Spenden haben. Ich denke mal, mit Magiern kann man auch noch was Gutes anfangen, denke ich mal. Und dann werde ich erstmal Barsch ausbilden. Und wie gesagt, die Walküren würde ich raushauen für euch. Gar kein Thema. Da reden wir gar nicht drüber. Das wird gemacht und fertig. Und wenn man sich da irgendwie zimperlich hätte, sage ich mal, sagen, die schönen Gems oder so. Ach komm, am Arsch. Also dafür sind sie da und gut ist. Freue mich auf die Facebook. Ach so, okay, vielen Dank. Aber da wirst du definitiv auch einige erleben, gar kein Thema. Da wirst du nicht zu kurz kommen. So, jetzt gucken wir mal. Wir werden garantiert hier irgendwie noch eine Anfrage haben. Aber erstmal gönnen wir uns eine Mauer. Wir gönnen uns eine Mauer. Und diese Mauer hier möchten wir uns gönnen. Und jetzt möchte ich euch natürlich gleich klar bei der Sache nochmal dabei haben. Wir gehen in den Dorfbearbeitungsmodus, sagen Layout anpassen und wir löschen erstmal alles. Schön COC gelöscht. 197 haben wir. Also, das läuft ganz nett hier. Wie gesagt, King und Queen, also Queen ist ja kurz vorm Fertigsein auf 30. King ist schon auf 30, das läuft. Jetzt schauen wir in den Global nochmal. Spendest du? So, gucken wir mal. Hilfe bei. Nee, beim. Ich wollte füllen mit V schreiben. Ja, genau. Beim Füllen seines Clans. Gucken wir mal. Weil da müssten ja jetzt garantiert ein paar schreiben. Ja. Und hoffentlich wir. Tobias, gucken wir doch mal. Oh ja, sehr gut. Dann gehe ich jetzt hier mal rein. So, dann mach ich mal ein bisschen den Clan voll. Okay. So, jetzt schauen wir. Achso, ja, na, ihr kriegt natürlich logischerweise hier Hashtag. Hashtag QP 2L PRQ. Ich schreibe es einfach mal rein. Hashtag QP 2L PRJQ. Bitches. So. Ja, läuft bei mir. Wenn er wüsste, der Tobias, wenn er wüsste. Bei mir läuft nicht nur, bei mir rennt. Aber mal richtig. So, jetzt geht's los. Und ich weiß das noch. Ich weiß das einfach. Oh ja. Sorry, ich muss hier Dings zumachen. Definitiv. Kleinen Moment, weil sonst nervt das die ganze Zeit. Das machen wir hier so und das machen wir wieder so und dann ist das in Ordnung. Jetzt geht's los, ganz genau. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. So, hier können wir natürlich nur noch hier so einen Rest spenden und ich würde gerne noch mal kurz einen Angriff machen. Ich gehe kurz angreifen. In der Zeit wird der Clan voll. Zack. Bam. Der Chat-Clan. So, ich greife nochmal kurz an. Ich muss ja nochmal ein bisschen. Cody Clash. Ich werde höchstwahrscheinlich, bin ich ganz ehrlich, ich werde wohl keine Checks schaffen. Heute wirklich nicht. Ich habe das ja beim letzten Mal wieder exzessiver durchgeführt. Den hätte ich eigentlich auch angreifen dürfen, aber egal. Guso hat Brett vorm Kopf. So, hier könnten wir das Town Hall mitnehmen, aber ist jetzt auch nicht so der Brüller. Und dann würde ich nämlich danach meine Truppen in den Boost packen und dann sollte das auch laufen. Auf jeden Fall.
So, quält mal schön den Like-Button. Wir sind bei 10.000 Likes bei 10 Minuten, also das ist ganz nett. Aber geht natürlich noch einiges. Wisst ihr ja. Achso, Top-Liker einblenden. Aniram, ich weiß nicht, ob du mich so weit kennst, weiß ich nicht. Ich bin sonst nicht so der Hyper-Streamer, sondern bin halt wirklich der YouTuber durch und durch. Und kenne mich ganz ehrlich so mit Camcord auch nicht so megamäßig aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also von daher, wenn du das von anderen Camcordern oder Camcordern, wenn du das von anderen Streamern gewohnt bist, ist das super schön. Ich fühle mich dazu nicht so ganz imstande. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bitte habt dafür Verständnis. Dafür kriegst du aber richtig, richtig gute Action hier. Schneid mal bitte, hab keine Lust zu warten. Bist der Gegner. Ja, Blackjack, das wird ein bisschen schwierig jetzt hier. Das wird hier jetzt definitiv ein bisschen schwieriger. Auf 400 ist natürlich nett, aber dafür sind sie. Obwohl, wir könnten ja theoretisch mal mit Valkyrie probieren, wa? Dass man mal richtig reinrattert und guckt, aber ich hätte natürlich dann auch gerne noch den King dabei. Aber das ist leider nicht der Fall. So, hier, ha. Auch nicht, also ist, der Loot ist nicht verkehrt. Aber ich suche ja dann immer noch dieses inaktive Zeugs. Und ja, die Ansagen kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Gucke ich gleich nochmal. Bestimmt wieder Michael Jackson. Wann kommst du wieder? Nova, muss ich echt sagen, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, nach dem Stream werde ich dann wieder am Start sein. So, jetzt gucken wir mal hier. Ja, Aniram schreibt gerade, ja, du schreibst bei YouTube auch zurück, wenn es geht. Genau, das ist es halt eben, wenn es geht. Hast du vollkommen recht. Das ist es. Was ich halt wirklich geil finde, und das werdet ihr auch gemerkt haben, seitdem diese andere App für YouTube raus ist, mit diesem, wo man auch Analytics angucken kann und auch die Kommentare beantworten kann, bin ich da auch aktiver mit dabei, weil. Die Frage war nämlich immer die, ja, warum wird denn nichts beantwortet? Beziehungsweise die Frage wurde nicht so dolle gestellt, aber das ist halt so gewesen. Ich habe halt unter der Woche fast gar nichts beantwortet. Folgender Sachverhalt. Ich konnte das einfach nicht machen, weil wenn ich über die YouTube-App das geöffnet habe, hat sich das Video komplett geladen und ich habe natürlich mein Datenvolumen verballert. Das geht natürlich nicht. Und das geht aber, wie gesagt, in dieser anderen Zusatz-App ist das halt machbar und deswegen kann ich da auch immer mal Kommentare beantworten. Ganz easy peasy. So, vielen Dank erstmal natürlich für eure Glückwünsche. War ich jetzt auch nicht anders, habe ich jetzt auch nicht anders erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war schon so in dem Hype drin. Ah, scheiße, ich hatte den Boost aus. Egal, Junge, dann kommt der Boost rein. Und den boosten wir auch. Scheiß drauf, Mann. Scheiß drauf. So, ich würde mal sagen, Clan 19 erst. Also hier, gebt euch mal Mühe hier. Valkyrie, genau hier. Ganz genau. Das ist das Ding. Drache oder Valkyrie wird gerobt hier kommen. Schade nur eine. Aber dann ist das okay. Will noch jemand Valkyrie? So, ich finde kein Loot. Das ist natürlich schade. Weil Loot tut gut, natürlich uns allen. Mach Gusen, nee, nee, brauchst nicht. So, zack, hier kommen Valkyrie, du darfst sie auch benutzen, aber du darfst sie nicht wegputzen. Das macht nämlich der Gegner. Und der Drache oder Valkyrie kriegen wir hin. Zack, 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 hier läuft auf jeden Fall. Du ist auch ein cooler Name, das gefällt mir. Spielst du CR? Ich denke, im Stream werde ich es unterlassen, denke ich mal. Aber mal gucken, wie es halt läuft. Also hat man doch irgendwie Bock drauf oder sowas. Habe ich noch keinen Plan, weiß ich echt noch nicht. Kürzel nochmal bitte. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Das Kürzel kriegst du. Kleinen Moment. Hier kommen noch ein paar Valkyren. Zack, und Magier hinten rein. Also hin, ihr wisst, nicht hinten rein. So. Das Kürzel ist QP 2L PR JQ. Das ist das Kürzel und damit. Ist das okay? Sorry, musste gerade auf den Rechner gucken. So,
Nicht auf dem Rechner, aufs Handy. Valkyrie geht ja jetzt leider nicht mehr. Kannst du meine Base ansehen? Nee, wie gesagt, Bogenchecks erstmal nicht. Erstmal nicht. So, zack. So, gucken wir mal. Obwohl, da können wir eigentlich auch schon mal wieder. Ja, ich mach's mal so, dass ich hier. Was sag ich da? Dracos? Na, aber Dracos sind so groß, so viel. Ich hau mal Loons rein. Weil Loons sind auch gar nicht schlecht. Die kann man auch noch mal gut verballern, würde ich sagen. So, jetzt sind wir schon 20. Das läuft hier. Klappt. Geht. Wieso hast du Avira? Ich nutze Avira eigentlich die ganze Zeit. Und X-Gamer, ja, ich lese das Kommentar. Und wenn du der X-Gamer bist, der bei mir auch hier mit Dings spielt, hier World, Motor World, dann herzlichen Dank. So. Kriegsheld 3 hat den Clan verlassen. Schade. Aber wir haben immer noch 21. So, und jetzt der Aale mit dabei. Beim Aale will ich mal kurz reingucken. Okay. Helden ganz nice. Helden ganz nice, passt. IO würde ich sagen. So, gucken wir mal alles. Danke. Ja, sorry, ist schon. Leider. Jetzt hier, kommt. Los. Wir wollen mal richtig hier. Wir wollen ja. Alter, ich habe schon 132. Naja, ich meine, was heißt schon? Geht. Geht auf jeden Fall. Ja, genau, eine Stunde. Ja, wie gesagt, eventuell noch mal Clash Royale, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Das behalte ich mir halt wirklich vor, weil ich es jetzt noch nicht sagen kann, genau. So, jetzt gucken wir mal. Das passt auch, das passt auch. Dann würde ich mal sagen, teilt mal Angriffe. Ist ja nicht schlimm. Lil Hyper, das ist gar nicht wild. Brauchst du auch nicht. Das ist ja, wie gesagt, dann kannst du da auf dem Account eine Valkyrie kriegen. Also, das tut mir gar nicht weh. LOL! Läuft bei mir! Läuft bei mir, Mäusis. Guckt euch das mal an hier, wie das hier beim Gusua rennt. So muss es rennen. Achso, und wie gesagt, nochmal, ich will das nur nochmal ganz kurz erwähnen. Ich habe das ja auch in dem Video heute eben erwähnt, dass ich das halt eben mega geil finde, dass sich halt Areto bei mir gemeldet hat und dass ich das halt eben auch richtig, richtig gut finde, dass er halt gesagt hat, ey, hier, so sieht's aus, hat das halt wirklich super erklärt, hat gesagt, ey, hier kommt, da war ich echt ein bisschen aggro drauf. Vollkommen in Ordnung. Finde ich richtig gut, dass sich das echt geklärt hat. Ganz, ganz klare Sache. Achso, Top-Liker, klar, guck mal rein. Kleinen Moment. Und zwar ging das doch, glaube ich. Schisse, Alter. Nee, ich kann mich selber liken. Schönes Ding, Junge. Kleinen Moment, ich muss mal kurz gucken. Wie war denn das? Mein Profil. Ich muss jetzt kurz mal gucken. Viewers. Ah, genau. Da haben wir's. Happy Birthday, Guso. Sehr geil. Der Name gefällt mir ja. Der hat einfach mal 5k schon geruppt. X-Hyper 18 hat 2k. Bambuskrieger 2. Robin Hood 2. Ameisi wieder 2. Sagt mir auch was. Ale ist kurz vor dem 1k. Feuersturm hat 400. Läuft. Vielen, vielen Dank dafür. Chat kommt jetzt wieder. So. Also, wir sehen, der Loot ist echt in Ordnung. Macht ruhig mal eine Anfrage. 600k, kann man drüber reden. Schauen wir uns an. Gerade frisch Town Hall 9, würde ich sagen, wegen der Queen auf 1. Aber da wäre ich knallhart, da wäre ich wirklich knallhart hier wirklich easy peasy reingerannt und hätte da alles zerfleischt. Da musstest du jetzt nicht von der linken Seite kommen. Aber hey, so wie du das machst, wird das laufen. Und dann ist das Schigi. Ja, nice. Läuft doch. Ach, hast du gut mitgenommen, auf jeden Fall. Ja, dann freut man sich halt. Dann sagt man sich, gut, okay, komm, hier. Das ist dann schon ganz nett. Jetzt will ich mal gucken, wie ihr sagt. Ich würde sagen, Ta Town Hall 9 gerade. Naja, doch, doch, ist ja so. Ist ja wirklich so. Gerade Town Hall 9. Ganz genau. Vollkommen richtig. Und dann halt die Queen of 1. Und hau die wirklich. Also, nee.
erstmal King auf 10 und dann haust du die Queen auf 5. Und dann gleich Queen danach auf 10 wiederum und dann läuft das. Wer will Truppen? Weil, wie gesagt, ich habe hier ja noch einiges am Start. Patrick haut einige raus, okay. Der wird wissen, was er macht. Hoffe ich. So, zack, hier Verteidigung. Komm hier, da noch, zack. Streichel mich mal. Das ist ja auch ein geiler Name. Wie kommt man auf so einen Namen, Alter? Ich mach. Doch, ich mache eine Anfrage, weil nur um es besser aussehen zu lassen, oh, ich habe gegen null gespendet, ist Quatsch. Das tut gar nicht Not, muss man nicht haben. Das ist nicht nötig. Weil, wie gesagt, dann habe ich eventuell nochmal ein bisschen besseren Loot, wenn ich halt ein paar mehr Trüppchen habe. Und dann passt das. Ja, die Mehrzahl von Truppe ist eindeutig Trüppchen. Eindeutig, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Wie gesagt, schade, es tut mir ein bisschen leid. Ich weiß nicht, warum er alle kickt. Kein Plan. Also, weiß ich nicht. Walküre, ja genau, kriegst du. Gar kein Thema, Junge, kriegst du. Kriegst du die mit den roten Haaren. Gar kein Ding. So. Hier haben wir immer noch ordentlich was am Start. Ansonsten einfach wieder reinkommen, war? Also ich würde mal sagen, der ist offen für alle, von daher kann ja jeder wieder rein. Das ist eine. Ich wurde. Oh, was? Babonaut, mach aber keine. Bin voll. Bin voll. Mach aber bitte keine. Scheiße, ey, mein Brain ist so AFK. Es geht darum, dass ich nochmal den Clan wechsle. Von daher ist das gar nicht schlimm. Also wir wollen ja dann noch hin und her springen, dass wir halt eben noch mehrere Leute halt total komisch aussehen lassen. Tobias, lebst du noch? Weil der wird natürlich jetzt total abgehen. Hier noch ein paar Valkyries. Ja, Request and Go, ja. Oder Request and Leave, genau. Dafür ist das aber da. Einfach wirklich kommt, ey. Ihr dürft euch das gerne holen hier. Und wie gesagt, es gibt ja wirklich so eine Sachen. Dann ist das halt wirklich so. Nein, der ist tot. Junkie sagt mir gerade erstmal nicht, und da kennt ihr mich aber eben auch. Ich sag nicht einfach, oh ja, klar kenne ich dich, klar kenne ich dich. Und sowas ist scheiße. Also, wenn mir der Name halt jetzt gerade nichts sagt, brauche ich nicht sagen, natürlich kenne ich dich. Das bringt nichts. Päcker oder Hexe, sorry, gibt nur eine Walküre. Und wir sind bei 36. Vielen Dank dafür. Und wir sind bei 32.000 Likes, das ist da auch schon mal was, auf jeden Fall. Der echte, ja, der Name sagt mir was, sowas bleibt halt im Gedächtnis, ganz klar. Und ich greife noch mal kurz an. Wie gesagt, dass ich mal kurz in Clan so rein, oder in ein, wie soll ich sagen, in eine Base so reinschaue, ja, okay, in Ordnung, aber mehr wird's heute nicht. Alter, nice. Loot. Loot. Alter, hier muss ich mich jetzt richtig clever anstellen, weil den möchte ich. Den möchte ich auf jeden Fall. Und zwar würde ich sagen, mit den Magiern halt schnell rein und dann hier jetzt wirklich, ja, schön, wie die Walküre fliegt. So, und ich wollte eigentlich einen Rage droppen. So, und jetzt hier, ich gucke, ich hoffe und vertraue auf euch, dass ihr mir richtig geile Truppen hier gespendet habt. Und jetzt wollen wir hier erstmal wirklich schön die Sau rauslassen. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ich werde auch wirklich nur von der einen Seite an. Na, obwohl hier draußen hängt halt auch noch Loot. Das ist halt auch nicht zu vernachlässigen. Aber sonst nichts weiter draußen. Nee, sonst. Dann gehen wir hier rein. Genau, dann gehen wir hier rein und droppen hier noch einen schönen. Na, ihr wisst, was ich meine. Einen schönen Rage. Und dann passt das. Aber so ganz wenig war das gar nicht, wa? Also ein bisschen Gold habe ich, glaube ich, bekommen. Eine Mine ist hier noch da. Das ist ja ein Witz. Und jetzt kriegen wir sogar noch. Ach, wir kriegen sogar noch easy die 50%. Babonaut, bringt gar nichts, wenn du auch wüsstest, wie ich auf Skype heiße.
Weil ich sonst nicht weiter skype. Also, wie gesagt, ich schaff's gerade halt so und das muss ich immer wieder, muss ich gucken, dass ich das immer wieder hinkriege, mit Lichtle und mit Desiax halt noch zu skypen. Und das war's dann auch wirklich schon fast, weil es ist leider wirklich so. Also, wenn man das halt wirklich als in Anführungsstrichen Hauptberuf machen würde, brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann würde halt, was weiß ich, ein TS kommen. Ich wäre halt, was weiß ich, eine Stunde da, würde halt sagen, ey, pass auf, das ist eure Stunde, da könnt ihr real mit mir talken und fertig. Gar kein Ding. Wenn man aber, wie gesagt, nur 2 Tage in der Woche hat, geht sowas nicht. Und diese 2 Tage sind ja, wie gesagt, das ist ja meine Freizeit. Also sprich wirklich, ich gehe ja sonst noch an diesen Tagen auch arbeiten, ganz klar. Und von daher ist da halt wirklich leider mehr definitiv nicht drin. Tut mir leid, mehr geht halt zeitlich nicht. Wie gesagt, wenn sich das irgendwann ändert, dass man jetzt sagt, gut, okay, kommt, ich sag mal, ich habe hier irgendwie, ich weiß nicht, ab wann es sich lohnen würde, aber beziehungsweise nicht, was heißt lohnen, ab wann es halt so wäre, dass ich sagen würde, gut, okay, ich kann in Anführungsstrichen auf meinen Job scheißen. Jetzt mal ohne Witz jetzt. Also das. Es geht ja, sowas gibt's ja. Es gibt ja YouTuber, die davon leben können. Wenn das so wäre, würdet ihr einen ganz anderen Background erwarten können. Das ist ganz klar. Gusua, bitte schau. Kommt hier. Aber nicht mich festnageln. Also wirklich nur eine ganz kurze Sache. Hier kann ich sagen, grundsätzlich ist eine gute Town Hall 8 Base, wo ich aber wiederum sagen würde, verschenke bitte nicht das Elixier. Bitte nicht. Hau dir dafür Drach rein oder klar, du baust Go Wipe, vollkommen in Ordnung, da hast du auch viele Sachen, aber du haust natürlich auch für die Golems einiges an Dunklem raus. Klar, du bist mit dem King eh schon auf 10, jetzt würde ich mal gerade gucken, nagelt mich da nicht fest auf die Truppen. Ich bin aber der Meinung, das ist auch schon so, ich glaube, ich weiß es nicht hundertprozentig, sorry, aber ich bin der Meinung, eine Valkyrie würde noch eins höher gehen. Würde ich sagen, vollkommen richtig mit dem Earthquake, brauchst du nicht höher. Und ansonsten passt das. Aber nimm das Elixier in der Hand, bau dir richtig geile Truppen und hau den Rest noch von den Mauern hoch und fertig. Du bist ja schon, du hast es ja sonst geschafft soweit. Passt. Wie gesagt, ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz herzlich beim Nova bedanken für die Führung vom Clan. Weil ich mich da halt wirklich raushalten möchte, sage ich mal. Also ich bin da Mitglied drin, klar, effektiv auch Anführer, wie auch immer. Aber seht das bitte nicht so, oh, hier, Guso ist da der Anführer und so. Sondern der wird in Anführungsstrichen gemeinschaftlich geführt, alles super. Und wie gesagt, ihm vertraue ich da auch so weit. Der hat, wie gesagt, die Account-Daten von mir für meinen zweiten Account und hat den auch wirklich richtig gut gespielt, hat den eben, wo ich am Ende halt dann so weit war, dass nur noch die Mauern waren, hat der den da hochgelevelt wie eine besenkte Sau und das ging richtig geil. Und würdet ihr jetzt meine Facecam sehen, würdet ihr sehen, dass ich mir gerade eine Banane schäle. Läuft bei mir. Alles Gute vom Gamerpad, vielen Dank. Die Banane ist aber sehr krumm, aber ist auch egal. Also zur Base ganz kurz. Ist gerusht, ist einfach gerusht. Du darfst wirklich die nächsten 2 Jahre darfst du Town Hall 9 bleiben und ganz viel Spaß haben. Was würde ich machen? Lass die Mauern so, wie sie sind, vollkommen egal. Sie sind nur 7 bzw. 6, aber es ist so, weil du bist halt eben wirklich gerusht. Ganz klare Sache. Gucke, wie du angegriffen wirst. Also sprich, mit welcher Truppenkombo wirst du angegriffen? Hast du zum Beispiel, was weiß ich, wirst du mit vielen Riesen angegriffen. Dann musst du gucken, dass du die Bogitürme erst upgradest. Wirst du aber wiederum halt wirklich nur mit Barge angegriffen, dann guck, dass du die Magiertürme hochkriegst. Ansonsten, Base-Layout-technisch, würde ich es halt nicht mehr so machen, dass ich das Rathaus in Anführungsstrichen so weit rausstelle, weil es halt relativ easy zu picken ist. Und wenn du halt relativ viel Loot in den Lagern drin hast, ist natürlich dann auch, wenn das Rathaus geknackt wird, relativ viel weg. Ganz klar. Die Banane schmeckt, Junge. Ich muss das erste Video erstmal beenden. Oh, wir sind schon bei einer halben Stunde. Gibt's gar nicht. Das war's erstmal hierzu zum ersten Video. Geht gleich wieder weiter im Stream, klar, logisch. Aber fürs erste Video war's das erstmal.
Bis dann.